Hallo Leute, ich bin's wieder, German Apple Man, und heute mit meiner sechsten App-Review zu der App Free App a Day. Und diese App gab's schon lange, aber mit dieser Update wurde sie nun perfektioniert. Bei Free App a Day, das ist so eine Art Sponsor, da gibt's jeden Tag kostenlose Apps, die eigentlich was kosten, oder Apps, die von dieser Firma heruntergesetzt wurden. Ich zeige euch das gleich mal. Das Menü wurde im Gegensatz zur vorherigen Version vereinfacht. Man sieht gleich die Apps, die an dem heutigen Tag kostenlos sind. Das sind nun mal diese vier. Die kostenlosen Apps, die es bisher gab oder die kürzlich kostenlos gemacht wurden. Die zeige ich euch mal hier. Hier sieht man sie. Und dann die Apps, die kosten und runtergesetzt wurden, da sieht man dann auch den Preis. So, das ist auch der erste Kritikpunkt an dieser App. Sie lädt sehr lange dafür. Bei der Vorgängerversion dauerte das ein paar Sekunden und nun ist das sehr lange. So sieht man die heruntergesetzten Apps. Und dann kann man die einfach mal anklicken, zum Beispiel das Poker hier. Und dann sieht man das gleich hier, wie viele Sterne es bekommen hat. Screenshots, Videos und Beschreibungen dazu. Und ja, dann gibt es im Menü noch oben die Funktion Game and Business. Ich weiß nicht, was da noch reinkommen wird. Jedenfalls steht da, es wäre noch in Arbeit. Ja. Und dann gibt es oben Free App at Day Fame. Das heißt, Gold oder Platinum kann man dann eben anklicken. Und dort werden dann die berühmtesten oder die neuesten angezeigt. Das wird hier noch nicht gemacht, weil die App ja erst ein paar Tage so gemacht ist, also so erneuert wurde. Und oben rechts sieht man My Wishes. Da kann man dann eintragen, welche App man sich wünscht, die mal kostenlos gemacht wird. Und bei vielen Übereinstimmungen wird Free App a Day sich bemühen, diese App kostenlos zu machen. So, das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, kommentiert meine Videos und ich bin raus hier. Ciao, ciao.